Hallo, ich habe hier einen elektrischen Kartenmischer. Der ist ganz praktisch, wenn man viel Karten spielt und ständig mischen muss. Allerdings ist der Nachteil, er ist ein klein wenig laut, aber für den Preis sehr günstig. Man bekommt ihn für 9,90 Euro bei Amazon. Ich zeige einfach mal, wie das funktioniert. Man hat entweder einen ganzen Kartenstapel, also 2 Decks, oder wenn man nur ein Deck hat, halbiert man die, legt die links und rechts drauf und dann geht's schon los. Wie ihr sehen könnt, sind die Karten durchgemischt. Ganz einfach, ganz schnell. Ich finde, für den Preis ist das Gerät eigentlich in Ordnung. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Tipp geben. Kauft euch das Teil, wenn ihr das gebrauchen könnt, und probiert es aus. Alles klar, dann tschüss.